In diesen Trümmern starb ein 50-jähriger Mann. Zwei Kinder wurden schwer verletzt. Ein Rüstwagen der Feuerwehr zog am Nachmittag die Trümmer von den Schienen. Ein Regionalzug hatte das Auto am Vormittag an einem unbeschrankten Bahnübergang erfasst. Die rund 40 Reisenden aus dem Zug und der Zugführer blieben unverletzt, sagte Heiko Kraft von der Bundespolizei. Heute Morgen ist es hier auf der Bahnstrecke von Tönning nach St. Peter-Ording zu einem Unfall zwischen einem Zug und einem Pkw gekommen. Dabei ist der Pkw, der aus Richtung Kotzenbühl kam, auf dem Bahnübergang Schlagbaumweg mit dem Zug zusammengestoßen, ca. 30 Meter mitgeschleift worden und kam dann auf der rechten Seite im Graben zum Stehen. In dem Pkw befanden sich drei Personen, ein 50-jähriger Mann und zwei Kinder im Alter von 9 und 12 Jahren. Der Fahrer, der 50-jährige Fahrer, ist leider noch vor Ort an seinen Verletzungen verstorben. Und die beiden Kinder konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden dann im Anschluss zunächst von den Reisenden des Zuges erst betreut. Im Anschluss wurden die Kinder dann mit dem Rettungshubschrauber bzw. mit dem Rettungswagen in die nächstliegenden Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Fahrzeugs musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, geborgen werden. Und wie gesagt, ist an seinen Verletzungen leider verstorben vor Ort. Im Zug befanden sich ca. 40 Reisende, von denen allerdings durch die Gefahrenbremsung des Zuges und durch den Aufprall niemand verletzt wurde. Lediglich eine Person hat einen leichten Schock erlitten und wurde durch den Rettungsdienst betreut. Im Anschluss, der Zug war im Anschluss noch fahrbereit, wurde durch einen Ersatzlokführer zum nächsten Haltepunkt nach Karting gefahren. Dort wurden dann die ca. 40 Reisenden evakuiert und mit Bussen weitertransportiert. Warum der Mann den Zug auf der freien Strecke übersehen hatte, war zunächst noch nicht bekannt. Immer wieder kommt es in der Region zu folgenschweren Unfällen, da dort eine Vielzahl von Bahnübergängen unbeschrankt ist.